Stadtjugendring Ulm. Ein Ring mit vielen Gesichtern und vielen, vielen Angeboten. Starten wir zu einer Reise durch das Universum der Kinder- und Jugendarbeit in Ulm. Das ist sie, die Stadtjugendring-Galaxie. Nicht ganz so groß wie die Milchstraße, aber immerhin. Hier kreisen über 50 Planeten, die Mitgliedsverbände, um den Mutterstern Stadtjugendring Ulm e.V. Der hat immerhin schon mehr als 60 Lichtjahre auf dem Buckel und strahlt heller als je zuvor. Die Planeten. Wow, bei der Vielfalt wird sogar unsere alte Milchstraße blass. Denn in den Jugendgruppen dieser Verbände ist neben jeder Menge Action auch Lernen angesagt. Selbstbestimmtes, gemeinsames Lernen, das Spaß macht. Außerdem könnt ihr hier klettern, tauchen, carven, tanzen, singen, campen, surfen, forschen und konstruieren. Aber es gibt auch coole Plätze zum Chillen und Relaxen, Ausflüge zu fremden Himmelskörpern, Freizeiten, bei denen ihr Länder, Leute und Kulturen kennenlernt und neue Freunde gewinnt. Hier ein paar intergalaktische Zahlen. Auf den 54 Mitgliedsplaneten betreuen regelmäßig über 1000 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche. Gigantisch. Das müssen wir uns doch mal näher anschauen. Kurzer Zwischenstopp auf einem dieser aktiven Kometen. Die andere Baustelle. Gattung Jugendberufshilfe. Wer Startschwierigkeiten hat, wird hier auf dem Weg von der Schule in den Beruf unterstützt. Ganz individuell. Ob beim Bewerbungen schreiben oder ganz praktisch in der Werkstatt. Ein Sonnensystem, in dem es voll abgeht. Treff-Treffs mit 13 offenen Treffs. Von Beta Geutz über Cat, Jam, Club Action bis zum Jazzkeller Saustall. Hier trifft sich die Szene zu Live-Veranstaltungen, Konzerten und Diskos. Alles von den Jugendlichen selbst auf die Beine gestellt. Der Planetenring der Pfadfinder. Heimat der Wölflinge, Ranger und Rover. Hier sind Spiele, Ausflüge und Zeltlager angesagt. Mit einem Schuss echtem Pfadfinder-Lebensgefühl. Kletterechsen, Bergspatzen und Krabbelgruppe. So nennen sich die Bewohner des Stern DAV. Ihnen ist keine Wand zu steil. Ob Kletter- oder Skitour, Survival-Wochenende, hier ist immer was los. Action und Körperbeherrschung in der Senkrechten. Körperbeherrschung wird auch auf dem Asteroiden Cerando ganz groß geschrieben. Kein Wunder, hier beim Kinder- und Jugendzirkus kann man Akrobatik, Jonglieren, Einrad, Seiltanzen, Trapez und Rollabola lernen. Rollabola? Nie gehört? Eigentlich nur ein Brett und eine Rolle, aber die haben es in sich. Sporttauchen, Unterwasser-Rugby und das in Ulm? Klar geht das und wie. Auf dem Mond der Sporttauchergruppe Ulm. Ihr braucht halt einen langen Atem. Hier fühlen sich nicht nur Rollifahrer wohl, der Club Körperbehinderte und ihre Freunde. Das Café Flitz ist Mittelpunkt und Infobörse für alle, die Lust auf Gespräche, gute Musik und nette Leute haben. Außerdem gibt es Freizeiten, Tagesausflüge und das jährliche Clubfest.
Die Zockis. Ein geschichtsträchtiger Trabant, dessen Bewohnern eines ganz wichtig ist. Dass es nie wieder heißt, wir haben nichts davon gewusst. Die Jugendgruppe vom Dokumentationszentrum Obere Kuhburg, Ulm e.V. betreut die Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte, macht Führungen und veranstaltet internationale Jugendcamps. Hut ab! Landen wir noch kurz auf den großen Sonnen des CVJM und BDKJ. Berühmt für ihre unzähligen Kinder- und Jugendgruppen, Freizeiten im In- und Ausland, den Tänzing-Chor und natürlich das Café Jam. Mittags könnt ihr hier super essen und abends geht's ab. Kirchliche Jugendarbeit, die ankommt. Natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken in den über 50 Vereinen, Verbänden und Initiativen. Schnuppert doch selber mal rein. Aber jetzt erstmal zurück zum Stadtjugendring selbst. Hier im Dachverband laufen die Fäden dieses gigantischen Netzwerkes zusammen. Das heißt konkret, hier werden die Gelder beschafft und Zuschüsse beantragt. Ohne die wäre eine so vielfältige Jugendarbeit ja gar nicht möglich. Außerdem ist der Stadtjugendring die Anlaufstelle für alle Mitgliedsverbände und vertritt diese natürlich auch nach außen. So können auch kleine Vereine stark auftreten. Und dann sind da noch über 7000 Quadratmeter an Jugendräumen, also Räume für Projekte, Jugendgruppen und Nachwuchsmusiker. Auch diese Räume verwalten sich nicht von selbst. Die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter werden ebenfalls unterstützt. Beispiel Juleika, die Jugendleiterkarte. Der Grundkurs Ausbildung zum Jugendleiter mit allen Unterrichtsmaterialien steht allen Verbänden zur Verfügung. Dazu gibt es Fortbildungen und Seminare. Und die Ulmer Freiwilligenkarte, mit der Ehrenämtler viele Vergünstigungen bekommen. Und nicht zuletzt sind die Mitarbeiter vom Stadtjugendring immer ansprechbar. Sie helfen bei Kooperationen, beraten bei Projekten, unterstützen und vermitteln. Eben Networking. Und darin sind sie richtig gut. Auch das gehört zum Service. Ihr braucht einen 9-Sitzer Kleinbus, Medientechnik, Spielgeräte oder große Zelte für Partys und Freizeiten? Gibt es alles zum Ausleihen beim Stadtjugendring. Sich um andere kümmern ist die eine Seite, aktiv Jugendarbeit mitgestalten die andere Seite des Stadtjugendrings. Auf zu den funkelnden Satelliten, den Projekten und Einrichtungen des Stadtjugendrings. Popbastion, die Nachwuchsförderung in Sachen Rock und Pop. Mit Proberäumen, Seminaren, Wettbewerben, Musikprojekten und School of Rock wird hier der musikalische Nachwuchs gefördert. Wer Musik machen will, braucht geeignete Proberäume. Die gibt's im Vor-Untere Kuhburg und neu im Haus der Popbastion. Außerdem Projektproberäume für Bands ohne festen Proberaum. Und mit kompletter Backline das Tonstudio Fritz. Einfach Gitarre einstöpseln und los. Raus aus dem Keller und rauf auf die Bühne. Zeigt, was ihr drauf habt, zum Beispiel bei Play Live oder Szenestar, den Nachwuchswettbewerben für junge, kreative Bands. Rock in der Schule? Klar, School of Rock, das Erfolgsmodell in Sachen Popmusik und Schule. Da wird Schule plötzlich ganz anders, richtig cool. Mit eigener Rockband, Hip-Hop-Crew oder Street-Dance-Formation. Inzwischen sind immer mehr Schulen voll dabei, bieten Proberäume und Equipment. Hilfestellung und Tipps gibt es von den Coaches der Popbastion. Schon mal von der Popmusikalischen Hauptschule Delmenzingen gehört? Ein einmaliges Modellprojekt. Jeder Schüler lernt ein Instrument. Gitarre, Keyboard, Bassgitarre oder Schlagzeug. Und das im Unterricht. Das geht voll ab, stärkt das Selbstbewusstsein und motiviert. Vor allem, wenn man beim landesweiten Förderpreis Unsere Schule rockt, den ersten Preis gewinnt. Das goldene Mikrofon. Wer mehr auf die leisen Töne steht, ist bei den Leselust-Projekten genau richtig. Auf der KIBUM, der Kinder- und Jugendbuchmesse in Ulm, könnt ihr eine Woche lang in über 2500 Büchern schmückern, echte Schriftsteller befragen oder an tollen Workshops teilnehmen. Da gibt es ein ganzes Universum zu entdecken. Jedes Jahr Anfang Dezember. Abtauchen in die Welt der Bücher. And the winner is... Jedes Mal wieder spannend. Welches Kinder- und Jugendbuch gewinnt die Ulmer Unke, den Literaturpreis von Kids für Kids? Nicht ganz so leise ist das Kooperationsprojekt Hau ab, du Angst, ein Stück Präventionstheater für Grundschulen. Hier lernen Kids, die Angst zum Teufel zu jagen und Hilfe anzunehmen.
Aufklärungsarbeit hautnah. Just for Girls. Die Mädchenwoche in den Herbstferien. Seit über 10 Jahren ein ganz spezielles Angebot für Mädchen zwischen 7 und 18 Jahren. In 40 Workshops und Vorträgen können die Girls sich eine Woche lang ausprobieren. In den unterschiedlichsten Bereichen. Jetzt aber auf zum Skaterparadies im wilden Süden. Die Reithalle, das sind 900 Quadratmeter Fun pur. Für Skater, Inliner und BMXler. Tolle Halle, Rampen vom Feinsten, hier lässt sich's wunderbar trainieren. Manche reisen dafür extra aus Wien oder Hamburg an. Und beim nächsten Contest oder einer heißen Skateboard-Show findet sich auch die Weltklasse in Ulm ein. Heaven is a Halfpipe. Fertig machen zur Landung in der spannenden Welt der Medien. Hier in der Etage bekommt ihr jede Menge Know-how für das Leben in unserer medialen Welt. 11 Uhr. Willkommen bei Radio Mikrowelle. Achtung, Aufnahme. So lernt der Nachwuchs, wie man Radio macht. Straßenumfragen, Experteninterviews, eine Live-Sendung bei Radio Free FM. Klar, dass das Spaß macht. Und so ganz nebenbei lernt ihr, genau zu formulieren und deutlich zu sprechen. Deutschunterricht mal ganz anders. Und nun noch eine wichtige Meldung aus unserem Verkehrsstudio mit Dilara Tulu. Jeden Freitag geht das Kinderradio Mikrowelle, Radio von Kids für Kids, auf der 102,6 auf Sendung. Einfach mal reinhören, es lohnt sich immer. Und die Profis unter den Radio-Kids räumen immer wieder Preise ab. Echt spitze. Technik zum Anfassen und Begreifen. Lego Mindstorm NXT. Da kriegen nicht nur Jungs glänzende Augen. Wen juckt es nicht in den Fingern, seinen eigenen Roboter zu konstruieren, mit Hightech-Sensoren auszustatten, ihn selbst zu programmieren und dann im Wettkampf auszutesten? Nach dem Motto, mein Lego lebt. Klappe und Action. Was ist eine Totale? Wie baut man eine Szene auf? Wie sieht eigentlich ein Storyboard aus? Alles über die Kunst des Filmemachens erfahrt ihr ganz praktisch in den Filmprojekten der Etage. Vom Drehbuchschreiben über Schauspielern, Regie führen bis hin zum Videoschnitt. Und der Star im eigenen Film zu sein, das hat doch was. Und spätestens dann wird klar, Schauspieler sind auch nur Menschen. Oh mein Gott, beide rauschen zusammen. Hier sind die Stars zwar nicht real, dafür lässt sich mit ihnen wunderbar tricksen. Und das Basteln der Kulissen und Hauptdarsteller macht schon einen Großteil vom Spaß aus. Die Trickfilmwerkstatt, hier ist alles möglich. Die eigene Musik, am Computer gemacht. Auf den Beat, tolle visuelle Effekte gelegt. Und damit live auftreten. Das hat doch was, oder? Auch das ist ein Projekt der Etage, das richtig Raum lässt für eure Kreativität. Übrigens, wir lassen uns ständig neue Projekte einfallen. Einfach immer mal wieder reinschauen unter www.sjr-ulm.de. Traut euch ran an die Wissenschaft. Was geht ab in der Wissenschaftsstadt oben auf dem Eselsberg? Woran wird dort geforscht? Wozu überhaupt? Und was bedeutet das für unsere Zukunft? Zoom into Science. Für euch öffnen Forscherinnen und Wissenschaftler ihre Institute und Labore. So bekommt ihr spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Forscher, ihre Projekte und Experimente. Und was ihr dort entdeckt habt, könnt ihr anschließend weiter verarbeiten. Zu einem Hörspiel, Radiosendung, Trickfilm und. Macht was draus. Einfach anders als Schule. Naturwissenschaft, die Spaß macht und Lust auf mehr. Und darum geht es doch, mit Spaß und Lust Neues entdecken. Sich ausprobieren und weiterentwickeln. Talente und Fähigkeiten ausbauen. Einfach dabei sein und aktiv mitmischen. Das alles bietet euch der Stadtjugendring Ulm. Ein Universum an Möglichkeiten, das einlädt zum Mitmachen. Gut zu wissen. All diese Projekte der Stadtjugendring wären nicht möglich ohne starke Partner und die zusätzliche Unterstützung durch zahlreiche Förderinstitutionen, Sponsoren und Stiftungen. Danke an alle, die uns unterstützen. Mm-hmm.